Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Walking Dead, Michonne, mit dem Namen Gewehre kein Obdach. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, springen gleich rein, denn wir wollen ja in dem Sinne diese Woche und nächste Woche, also nächstes Wochenende wollen wir fertig werden, oder will ich damit fertig werden, damit wir pünktlich zu Weihnachten The Walking Dead Season 3 A New Frontier beginnen können. Und jetzt und da sind wir. Zuvor bei The Walking Dead. Listen. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Who the hell are you people? Randall! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? The dino? Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh, God. You fucking shot him! I didn't mean to! Do you think that matters? So, das war, was bisher geschah. Irgendwie ruckelt so ein bisschen. Muss ich mal aufpassen, ob das jetzt weiter so ruckelt. Und da sind wir jetzt. Komm. Okay, I screwed up. Randall should be the one laying there, not your brother. I can't undo what I did, but maybe I can help. I owe you. Both of you. Please. You want to help? Start by getting us the fuck out of here. Not gonna be easy, but I'll do what I can. Is he still breathing? Jonas! I thought you'd have more time. What do you mean? Oh, no. Jonas, listen. I said I'd help them escape. Then we need to disappear, too. Yeah. Okay. Wow, das ging jetzt schnell, den zu überzeugen. Tut sie jetzt irgendwie leid? Hat sie nicht verdient, da jetzt steht. For stopping me. As much as I wanted to. Entschuldigung, ganz kurz, Pause. Muss ich mal überlegen, was ich antworte. Ich muss sie erst ja mal hier lesen können. Ihn zu töten würde nichts lösen. Er hat es nicht verdient zu sterben. Oh Mann, das ist alles drei gut. Das ist alles drei. Alle drei Antwortmöglichkeiten sind spitze. Ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Das ist wirklich schwierig. Verdammt, 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 verdammt. Ihn zu töten wird nichts lösen. Ich denke, das Mittlere ist gut. I'm glad I didn't kill Zachary.
You need to learn the difference between who's innocent and who's guilty. Zachary wasn't to blame. Then I can take a pretty damn good guess who is. Da hat sie jetzt wieder recht. Und ich kann's kaum erwarten, Randall sterben zu sehen. Wirklich, kann's wirklich kaum erwarten, Randall sterben zu sehen. Oh, das würde so gut tun. Balsam auf meine geschundene Seele. Das war jetzt ein bisschen melancholisch übertrieben, aber egal. He's got company. Okay, we'll distract the guard, then we're out of here. Hey, Joe. Can you give me a hand with something? Perfect. Perfect. I couldn't get anything out of him. Zachary was useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about him. I'll get him to talk. Don't worry. I have to worry. After last time... It won't go down like that. I swear. It can't. Oh, meine Machete. Und eine Leuchtpistole. They see me gone. You haven't got a chance of getting out of here. Hey, Randall! You want to tell me how this happened? Zachary! He was guarding the door. Er hat die Sturm... Right. Das Sturmgewehr verloren. Samantha put you up to this? Where is she? Come on. Out with it. Where is she? Probably headed for shore. I doubt she got far. Norma, forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. I said drop it while you still have it. Cool. Nein, 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 nein. Jawohl. Treffer versenkt. We have to leave now. God damn it, Michonne. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? For now. Come on. Scheiße! Oh, es war gerade sehr knapp mit. We're totally screwed. The whole town is looking for us. We'll figure it out. Michonne? I'll see if I can find us a ride out of here. There's a boat we can use. We'll take them out if we have to. Them or us. No, we are not killing people. I'll give myself up. Pete! It buys you time to escape and no one dies. And I'll find a way back to you. I can reason with these people. That'll never
work. Pete, they'll kill you. They won't. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. I'm doing what's best for my crew. That includes you. When you get your opening, run! We gotta stop him, now! Shu, no! What are you doing? I could have talked them down. I'm not taking any chances. Wow. Das sind Ölfässer. Get ready. Oh, das ist... Boah! Dass das fies. Dass das ja echt fies. Oh no, Pete. Hands off. Get him up. You've already stolen our shit. You're not taking our boat too. Walk away. You don't want to do this. Oh, I very much do. Come on, guys, it's frightened too bad. Nein. Hatte ich noch rechtzeitig runtergedrückt? Jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder eine Ladezeit. Das ist jetzt bei den Aufnahmen so immer so ein bisschen ruckelt. Gefällt mir persönlich nicht. Kann es aber nicht ändern. Oh, oh, oh. Jetzt hast du aber wirklich mal wieder eine lange Ladezeit. Naja. Der Vorspann ist wirklich schön. Episode 2, Give No Shelter. So. Dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt... It didn't have to happen this way. You gotta learn to keep your machete on your back. Instead of hack your way out. That doesn't always work. I couldn't risk leaving you behind. You gotta believe I know what I'm doing sometimes.
All I'm saying is next time, let me do what I do first. And if that doesn't work, your machete can do the talking. There's no way we can get back to our boat. We can hide out at my house until it's clear. My dad can help you. It's not far. We'll get there before morning. So damn tired. House sounds pretty good. You can stay there as long as you need. Ich will auf jeden Fall das Boot jetzt zurück auf die... aufs Meer zurück schieben. Oh nö. In Norma. Hope the walkers go for them instead. We can lose them in the woods. How are we gonna do that? Yeah, it's not like we're just gonna walk through those things. Das stimmt nicht. Ich kenne eine Möglichkeit. Den Trick kennen wir ja noch aus der Serie. Jetzt wissen wir aber auch, dass sie den Trick schon kannte, bevor sie ihre Gruppe vor Rick verlor. Jetzt habe ich hier voll ins Wort gequatscht, das wollte ich auch nicht, aber man konnte ja lesen, was sie sagt. Och nee, nicht immer dann, wenn es im ungünstigen Moment. What is it? What do you see? Walkers. I don't think there's anything worse than that. Just keep going. Michonne, slow down. Wir müssen Randall sowas von töten. Wir hätten ihn eigentlich in der Kabine töten sollen. Nachdem wir uns dafür entschieden haben zu kämpfen, hätten wir ihn müssen in der Kabine kalt machen. Es ist aber so.
crew's gonna have to wait. We'll circle back when things cool off. Better not take long. Don't like the thought of Oak left unsupervised. There's a shortcut to my house. But you're not gonna like him. Wir haben nur keine andere Wahl. How are we supposed to climb this? Carefully. If we survive this, I won't complain about going up the rigging anymore. Craig and I climbed it one by one. Ich glaube, dafür haben wir jetzt halt nicht. Time for that. Follow my lead. Some fucking shortcut. Oje, Mini. Ich warte als auf das erste Quicktime-Event. Ich entscheide mich wieder da drüben. Lass die Querstrebe intakter. Hold on. Don't think, just move. Randall, I found him. This way. Go. Shit. Ich hoffe, sie wird sich das positiv merken, was wir jetzt gesagt haben. Wie ist die? Nein! Ach, wenn Sam uns bisher nur in Ärger gebracht hat, ich mag Sam mittlerweile irgendwie. Ich mag Sam wirklich irgendwie gerade im Moment. Die hatten zwar nur in Schwierigkeiten gebracht, aber ich unterstelle ihr jetzt nicht, dass sie das böse gemeint hat. I found Norma's place a while back, when it was just a couple of boats anchored to a pier.
It had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Don't beat yourself up, Sam. We all make mistakes. Move on. Why'd she let you go? She took pity on me. I told her my family was starving, and that was enough. It's like you used up all the pity she's got. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. I should have listened. God, I'm dizzy. Thanks. A clear path. Okay, jetzt kriege ich ein ganz klein wenig schlechtes Gewissen. I feel even worse. Talking helps. I don't want to black out on you. Stay with us. We're gonna get you home. Keep her focused. Your family, what are they like? Dad was a lawyer, so I never went any arguments with him. My brothers James and Alex, they look up to Greg so much. They're gonna be destroyed. I got this one. It's too dangerous out here. Dad was right. He said none of us should leave the house. Walkers are trouble. People are worse. It wasn't your fault. What happened to Greg? Oh, it's not what he's gonna think. We'll help him understand, Sam. Sometimes you can't make good out of a bad situation. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? It's gonna ruin him. I don't know if I can. Just give him the truth. He deserves to know what really happened. You don't know him like I do. After Mom, he isn't a fan of bad news. Made it. Sam, wake up. Can't catch a goddamn break. Ah, ich muss mich selbst bewegen. Wir haben ein paar schöne Fallen aufgebaut. Das muss man jetzt wirklich mal dazu sagen. Almost there, Sam. Almost home. Oh, sie blutet ordentlich. Don't fucking move. No,
Whoa. We're not gonna hurt you. We just want to help this girl. Sam. Is she dead? Did you kill her? Answer me or I'll shoot. I'm not fucking around. Sam's still alive, but she won't be for long unless you let us in. She won't. Sam? Maybe you shot her. Or you. Maybe you'll come in here and kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. Sam trusted me to get her home. How do you think I found this place? I'm doing this for her, not you. Ich meine, ich kann ihr Misstrauen schon mehr als nur verstehen, das ist klar. Jetzt wird mal wieder richtig schwer, alle von unseren guten Taten zu überzeugen. Living room, on your left. Okay, it crashed. Ganze war jetzt so natürlich nicht geplant. Muss ich ganz kurz. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Mehr als nur blöd. So, muss ich ganz kurz was gucken. Da. So. Das hier. Och, geh, nee. Leute, es dauert gerade ein bisschen, denn Steam versucht im Hintergrund in atemberaubender Langsamkeit hochzuladen. Ja. So. Da stehe ich nur in Armatur und bin so klug als wie zuvor. 50% haben wir schon. 60%. Wow, ja, jetzt geht's aber. Na, jetzt sind wir bei 61%. 62. 3, 74. Wow. Jetzt machen wir mal hier aber mal Sprünge. 75. 89. 90. 91. Ich glaube, wir können gleich das Spiel wieder restarten. Wird aufgeführt. So. Also, ihr hört's schon, oder? Warum seht ihr das doch nicht? Aha, jetzt. Und ich bin nicht mal gespannt, wo der letzte Save-Punkt ist. Oh je. Mal gucken. Inhalt wird aktualisiert. Inhalt wird aktualisiert. Während der Cloud-Synchronisation ist ein Konflikt aufgetreten. Möchtest du deine lokalen Dateien auf den Server hochladen oder deine Server-Dateien herunterladen und deine lokalen Dateien überschreiben? Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Fehler gemacht.
Also ihr seht ja, wir sind genauso. Langsam ist denn leer, das war jetzt auch nicht geplant, so. Ja gut. Oh nein. Jetzt dauert das ewig. Okay. Okay, das sind wir, wo wir sie getragen haben. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Living room, on your left. Sam? Sam? James, Alex, get back! Your sister's hurt! What's wrong with her? She's bleeding! Sam! This is bad. This is really, really bad. I need you to find help, okay? Okay. Dad! Dad! What's your name? It's James. Okay, James. You got a first aid kit? Kind of. Get it. Fast. Ugh. Whatever we're gonna do, we gotta do it fast. Got it! What are you doing with that? Desinfizieren. Sam, I got you. I'm here. I need to clean the wound. Sam! Is the bullet still in there? Didn't punch through. We gotta get it out, right? There's too much blood. Kriegen wir das mit dem Sauger raus? You're gonna have to use this. Es kann dann nur schief gehen. I'll hold her down. There it is. Got it. Oh, das tut schon weh. Das tut schon weh beim Hingucken, wenn wir dran denken. Oh. Ich muss mich gerade ein bisschen. This is gonna really fucking hurt. Hold her down. You too. We got her. Es gibt Schnitzel. Get away from her. John. What are you doing to my daughter? Saving her life. With that? Are you insane? You're going to kill her. Let me do this. I've almost got the wound closed. James, let me. Is she going to make it? Ja. I can't, sir. I can't. My poor Samantha. I don't know. But we did all we could. Tell me. What happened? Wir sind ehrlich. Wir gehen die ehrliche Schiene. You appear out of nowhere.
with my daughter nearly bleeding to death? That bullet was supposed to hit me. Got Sam instead. Then it should be you lying on this table. Look at me. I don't know who the hell you are, but... Dad! Dad? Where is Greg? Oh nein. It even get worse. I'm so sorry. What? What do you mean? Greg didn't come back with them. No. No. Ich hätte jetzt schlecht sagen können, frag das Balsam! Und es gibt schon wieder den... Es stürzt gerade schon wieder ab, oder? Kotz doch gerade an. Wenigstens diesmal ein bisschen schneller hochgeladen, so wie es scheint. Oder auch nicht. Nein, die sind gerade wieder bei 0% hochgeladen. Ein Prozent, wow. Es kotzt gerade echt an mit der schlechten Internetverbindung. Lass abwarten, wie schnell es neu lädt. Jede einzelne Entscheidung, die wir treffen wollen, etwa so, dann kriege ich die Krise. Mal gucken, ob wir nicht einen Spielstand finden, der nur lokal hochgeladen ist. So, theoretisch müsste, ja. Und wir drücken Start zum Anfang. Kommunikation. Inhalt wird aktualisiert. Kommunikation mit dem Server. Jetzt kommt gleich wieder irgendein Server-Error und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir die lokalen Daten hochladen oder die Cloud-Daten runterladen. Und da gibt es so eine Entscheidung, die lokalen Daten hochladen. Und dann kopieren wir unseren Speicherstand auf einen rein lokalen Speicherslot und machen damit weiter. Och, dauert das ewig. Genoss. So macht das keinen Spaß. Nö, nö, nö. Werner Eckert, so haben wir nicht gewettet. Hol Margret! Ja, nun tu nicht so! Nee. Och man, oh, das ist jetzt wirklich saublöd. So. Speicherdaten. Kopieren auf das hier.
Jetzt hoffe ich, dass wir dadurch jetzt ein bisschen mehr, It's okay, boys. It's okay. I'm here. Ich würde sagen, wir sind wieder in der Traumwelt. Colette? Elodie? You girls in here? Elodie. No one ate anything, though. Okay. Girls? You in here? Das ist aber ein komischer Spiegel. Wir hatten nämlich gerade überhaupt kein Spiegelbild. Hier gibt sonst nichts. Ich habe Angst, den Vorhang aufzuziehen.
Okay. Ich kann hier nichts machen. Es gibt sonst kein Feld, das ich irgendwie berühren könnte. Ach nee. Hey, stop. Wait. Don't come any closer. Listen. I need your help. With what? I can't help you. We don't have a lot of time. Have you seen two little girls? My daughters, they lived here with their dad. Oh, yeah. Yeah, I know them. You do? Elodie and Colette? Yes. I haven't seen them, though. Look, we really can't be here, okay? They'll find us. I barely got back in. Where could they have gone? How should I know? I don't know where anyone is. No. Who were you talking to? Wow, das war jetzt ein bisschen krass. You were talking to yourself. Kann ich ihr erklären, was mit uns los ist? You okay? Just thinking about someone I once knew. It's okay. I do that too. John, he went to talk to the kids, make sure they're all right, while I watched over you. Sorry about this. John isn't big on people he doesn't know. How are the kids holding up? I don't know. Can't be good. Their brother's dead, sister's shot. I mean, fuck, right? Das trifft's auf den Kopf. Das trifft den Nagel echt auf den Kopf. Das. So, yeah, this is where I apologize for almost shooting you. Braucht sich nicht zu entschuldigen. Kann man ja gut verstehen. Da kommen Wildfremde angerannt. Emphasis on almost. I was just worried. Don't worry about it. Happens more often than I like to admit. If it makes you feel any better, I'm not a great shot. Das können wir ändern. That patch of dirt? His mom's buried there. A year or so back, she just... She was sick. Not in the head. Something with her heart. She couldn't handle it, I guess. I never understood that. I tried the same thing.
thought about it. How could you not? But like I said, bad shot. Okay, sie wenigstens ein bisschen Galgenhumor hatte. If it wasn't for Sam... I'm here, Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Michelle, we have to help him. You're too weak. Let me up. Just stay down, Sam. I need to help him. Go back to sleep, Sam. But... You need rest. Sam. I know John can make a strong first impression, but he's what's keeping this entire family from being buried out there. You gotta fight like hell for what you care about, right? Something that makes all this shit worth it. Yeah. Fight until the day you die. You'd be crazy to stay here, John. This woman, Norma, will... There's no decision to be made on this. I need a word with you. Das kann ich verstehen. Das kann ich auch verstehen. Wir sind ehrlich, wir sind aufrichtig, wir entschuldigen uns, wir biedern uns an, ihnen zu helfen. Das sind wir Sam ein bisschen schuldig. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht hätten wir ja wirklich können... Ja gut, ich meine so wie die Geschichte gescriptet ist nicht, aber... Nehmen wir mal an, wir hätten mehr Freiheiten gehabt. Weil Sam hat uns ja zur Hälfte schon ein bisschen angelogen und zur Hälfte hat Norma auch die Wahrheit gesagt. Aber wir wissen ja trotzdem nicht, ob nicht Randall trotzdem für das Massaker auf der Fähre verantwortlich ist. Also im Grundprinzip würde ich sagen, vielleicht wären wir freigelassen worden, wenn wir uns mit der Gruppe um Norma gut gehalten hätten. Auf der anderen Seite, verdammt, Sam und Greg sind Kinder, die ja nur ihrer Familie helfen wollten. A daughter? I do. Two little girls. It snowed the day my wife died. Her heart gave out. Sam found her. She passed in her sleep. We buried her so the boys wouldn't have to see her like that. The snow, it covered her grave. Erased it, like she'd never been there at all. I'm really sorry for your loss. Thank you. I've tried to focus on our kids. But the past, it always seems to find you. Ever since Sophia, I've tried to keep our family from harm. But we're falling apart, piece by piece. And now that Sam's hurt, and Greg's... I could really use your help. Your friend Pete told me all about Norma. About what happened. If she finds us, we wouldn't stand a chance. Ach, ich kann ja jetzt nicht sagen, tut mir leid, aber meine Crew ist doch da draußen. Tschüss. Ho. You seem like someone who can hold their own. You've got a good thing going here. Safe house. Nice family. It's more rare than you know. I'll see what I can do. Thank you.
children shouldn't have to see this. Greg never turned into one of these things, did he? Are those... whatever they are. No, he was Greg until the end. Thank God. Und ich weiß, dass das wie ein Bumerang zu uns zurückkommt, aber sowas von. Und ich konnte ihm auch jetzt nicht sagen, ja, er wurde ein Zombie und deswegen haben wir uns sein Hirn zermatscht. Juhu! I'm sorry. I'm trying to keep it together. But what if you just found out your daughters were dead? And you weren't there. You were miles away, safe and sound. How would you feel? Your kids need you to stay strong. You're right. I'm all they have. Hatten. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Peek-a-boo. Wir brauchen jetzt eine sehr schlechte Schützin. Ich mach Randall sowas von tot, das glaubt ihr nicht. Aber... Nein, das sehen wir nicht in der nächsten Folge. Das ist zu ein krasser Cliffhanger. Ich kann es selbst kaum erwarten. Extrem. Nein. Bam, Alter. Bam, Alter. Oh, selbst sich den Arm einkugeln. Oh.
You must be pretty proud of yourself, huh? Caught yourself a golden goose. You think I'm shitting any eggs? Forget it. I'm asking the questions here. Say now, won't this be fun? That's up to you. Does Norma know we're here? She doesn't even know I'm here. Otherwise, you'd be hearing a neighborly knock on your door right about now. Randall? Randall, are you getting this? You, want to get that for me? We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Talk to her, Michonne. Don't make the same mistake again. Where the hell are you? Yeah! You heard her. Randall needs to check in. You know, this feels mighty familiar. Except you're there. And I'm here. So, Miss Shone, what do you want me to say to her? On account of me hoping to avoid more broken fingers, your wish is my command. Call off your sister, or I break every bone in your hand. I'll play nice. Hey, Norma. Randall, are you all right? Yeah, I'm all right. But Miss Shone here is my... Hey! I wasn't finished yet. I was doing what you said, Miss Shone. Hello, Norma. Michonne. Did you hurt him? If you so much as breathed on my brother, I'll find you and make what happened on the ferry look like a goddamn picnic! Randall shot an innocent man in the head. Anything I did to him, he deserved. What Randall did, that was a mistake. And I'll make sure he knows it. But I'll punish him, not you! This little game you're playing, I don't fucking like it. We'll be there soon. You know, this alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's and yours. Last but not least, those kitties too. Das war zu viel. I saw their little heads in the window. Kids, you know their skulls don't break so much as kind of melt. I'm not letting you hurt anyone. Well, not until Norma gets here and I skip bare-ass free out the front gate. And that will happen. Michonne. Well, hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. Das war zu viel. What? Yeah. Got a big hole there. Is that true? Please tell me he's fucking with us. Randall murdered your dad, Sam. No! No. No. James! If he killed my dad, then why isn't this son of a bitch dead? First good question asked all night. Michonne's just been fumbling around like a bear cub fucking a football. He keeps opening his mouth.
He'll be dead soon. We should do it right fucking now! All she wants is her brother back. That's it. We're out of the equation. Das stimmt nicht, Pete. You need to kill him, or I will. Oh, und ich werde es so genießen. Sam, wait! No matter what I say, you're just gonna do whatever you want anyway. I know you've already made up your mind. Ja, das haben wir. Sie will nicht nur ihren Bruder zurück, sie will Rache. I ain't had the bell of the block. But maybe that's you. Cause when this dance is over, you're fucked. Kill me, and Norma hunts you down until you're all dead. Lass mich am Leben, wirst du uns jagen. Du bist tot und Norma wird tot sein. And you'd like killing me, wouldn't you? Just tell old Randall the truth. I got thick skin. I'm sure you'd like to see me dead too. If it's in the cards. Well, maybe you think you can rise above all that. Ich fühle mich darüber gar nicht erheben. There's only this shit every day until you die. And you know what's the fucking kicker? You get up and keep walking. There's still a chance we can make things better. Don't tell me you still believe that lie, Michonne. Jetzt lass mich ihn endlich töten. This is the world your kids are dying in, Michonne. Or died in. Or are in that fucking purgatory. Shut up. Don't talk about that. Either way, they're suffering. And Mommy isn't there. We all have our demons, honey. Bingo. Wenn das jetzt nicht das Ende ist, dann hören wir auf mit der Folge und ansonsten sind wir eh am Ende dieser Folge. Oh Gott, das ist eine lange Ladezeit. Muss stützen, um eins gerade zu revidieren. Am Anfang dachte ich, okay, ganz kurz noch. I spent a lot of time in low places. Where you only have your thoughts for company. And those can be mean. Nasty. You want to believe all lives and all deaths on purpose. Believe me, they don't. It's true. Things always fall apart. But we're the ones who bring them down. Okay, so, gucken wir uns jetzt unsere Entscheidung an. Hast du Pete bei dir behalten oder ihn alleine losziehen lassen? Wir haben Pete bei uns behalten. Bist du ans Telefon gegangen oder den Schritten im Flur gefolgt? Oh, die meisten sind ans Telefon gegangen. Wir sind im Flur gefolgt. Ich schätze mal, gesprächstechnisch wäre es fast auf selbe rausgelaufen. Hast du Paige erzählt, dass du fast Selbstmord begangen hast? Oh, das sind echt... Ich dachte eher, das wäre so 50-50. Aber okay.
Wie hast du auf den Funkruf von Norma reagiert? Oh, von den 3 Möglichkeiten, die wir hatten, haben wirklich 60%, also nicht ganz 2/3, Randall mit ihr sprechen lassen. Das ist viel. Und ja, fast 50-50 mit einer Tendenz zur Mehrheit haben Randall den Kopf eingeschlagen. Das ist wirklich viel, würde ich mal behaupten. So, das war Episode 2 von Let's Play Walking Dead, also eigentlich die 3. Folge, aber das war Let's Play Walking Dead Michonne Episode 2. Ende der Woche wird dann, Ende der nächsten Woche wird dann Episode 3 folgen. Und eins muss ich jetzt gerade noch revidieren. Am Anfang dachte ich, am Anfang von Folge 1, ja, ist ja gut und schön, aber mir wäre eher so ein DLC für Season 2 lieber gewesen, wie bei Season 1 mit dem 400 Days, wo Charaktere der 3. Staffel, in dem Fall der 2. Staffel, eingeführt worden sind. Auch wenn es nur Nebencharaktere gewesen sind. Er hat so ein bisschen Zwischen- und Vorgeschichte zu den einzelnen Charakteren kennengelernt. Das hätte ich mir eigentlich viel lieber für zwischen Season 2 und Season 3 auch gewünscht. Stattdessen haben wir einen doch ein bisschen vom Umfang her eigentlich mehr bekommen, aber halt losgelöst von der eigentlichen Telltales, Geschichte von Telltale. Und ich dachte so, ja, das sind ja alles jetzt ganz neue Charaktere und eine neue Hauptfigur, auch wenn wir sie aus der Serie und aus dem und überall erkennen. Das war ein schneller Abspann, muss ich mal gerade sagen. Inklusive Folge 1 hatten wir ja immer ein Lied am Schluss. Wahrscheinlich am Ende von Episode 3 haben wir das dann nochmal. Gut, auf was ich jetzt hinaus wollte. So. Dass man hier, ich hatte dann befürchtet, dass wir hier nicht so richtig reinkommen, kamen wir aber dann doch. Jetzt liegen wir Michonne und die Gruppe und vor allem Sam und ihre Brüder und Geschwistern, die noch leben, doch ein bisschen am Herzen. Ich fühle mich ein bisschen schuldig für den Tod ihres Vaters und für den Tod ihres Bruders. Und wir konnten Randall deswegen einfach nicht am Leben lassen und Norma können wir auch nicht am Leben lassen. Aber wie es hier weiter ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge oder in den nächsten beiden Folgen. Ja. Und mir fällt ein, dass diese Blende hier unten ganz falsch war mit Episode 1, aber das spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, was drin ist. Ja, das war's. Macht's gut. Bis Ende der Woche zur letzten Folge. Und ich schätze mal, dass ich dann doch so ein bisschen wehmütig bin, dass es die Geschichte mit der Geschichte um mich schon ein Ende hat. Naja, macht's gut. Bis dahin. Euer Replika 666.